Recht herzlich willkommen zur 134. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir haben hier die Rakete stehen, der Dralo hatte mir geschrieben und der Mordrak auch. Und das Problem, was wir hier haben, ist definitiv, dass wir ja unseren Wissenssat da nicht dran kriegen, weil das irgendwie radiale Punkte braucht zum Anbauen. Ich habe da mal probiert, das hinzukriegen. Irgendwie habe ich das ja mal geschafft, aber warum es jetzt nicht mehr geht, ich habe keinen blassen Schimmer. Der Dralo hatte mir geschrieben, dass ich definitiv diesen Adapter mal austauschen soll. Dann machen wir das doch. Jetzt brauchen wir da ist er, den da dran. Und dann bauen wir das wieder da drunter. So, der ist allerdings ein bisschen höher, das heißt, wir müssen auch die Rakete ein bisschen höher ziehen. Das war jetzt gerade eine schlechte Taste, die ich da gedrückt habe. Welche war das denn jetzt? So, ich glaube, jetzt habe ich es wieder richtig. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen höher. Und das kriege ich irgendwie nicht hin. So, mal ein bisschen raus, dann kriegen wir das doch irgendwo hin. So, jetzt haben wir die erstmal abgestellt. Gut, dann funktioniert das, was wir vorhaben, nicht. Das bedeutet, wir müssen das Ganze händisch aufbauen. Ich glaube, wir wollten das so machen. Dann brauchen wir den. Das Ganze zweimal. Warte, da haben wir erst eine falsche Taste erwischt wohl zwischendurch mal. So passt es natürlich super, wie man sieht. Nämlich gar nicht richtig. Und das ist auch, glaube ich, viel zu tief. Da oben müssen wir hin. So. Jetzt ist das, glaube ich, passend. Genau. So, dann müssen wir nochmal genau überlegen, was wir da dran haben wollten. Das war der Okto. Und dann lass uns erstmal den Tank machen. Der war da. Der Oscar. Wo ist der Oscar? Oscar B. Da ist er. Muss mal wieder gucken, dass wir den schön da dran kriegen. So. Sieht schon mal passend aus, ne? Wenn wir den Oscar haben, dann kommt da drunter das Triebwerk. Das ist hier. Und zwar... Welches war denn das jetzt? Was ist das? Nee, das ist viel zu groß. Das ist es. Triebwerk haben wir auch. Und oben drauf Batterie. Dann machen wir... Die ist die groß genug? Ja, die machen wir drauf. Dann haben wir die Batterie. Wenn wir die Batterie haben, brauchen wir noch einen Hex oder einen Okto. Der war ganz oben, ne? Und zwei Länder. Der ist... 650. Komm, nehmen wir den. Ne, der ist... Doch, das ist alles so gut, ne? Ja, geht. Dann brauchen wir ein Fieberthermometer. So, das ist auf der anderen Seite dann da dran gekommen, ne? Ja, das passt ja schon mal. Das ist dann okay. Dann das Barometer. Das kommt da dran, ne? Haben wir auch, wenn wir Barometer haben, den Dingens drauf. Ah, das macht er jetzt so. Okay, dann haben wir da ein weniger. Oder, warte mal. Doch das und das. Dann geht's radial. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass der einigermaßen mittig da drauf ist. Ist immer schwer zu sehen, ne?
glaube, so ist er, oder? Schwer zu beurteilen, so. Ich glaube aber, so passt's. Ja, würde ich sagen, der Abstand ist schon okay, so. Haben wir, ne? Gut. Das ist auch geklärt. Dann Science sind wir, glaube ich, durch, oder? Ja, den Junior hatte der Dralo auch noch geschrieben, dass wir den haben wollten. Da sollten wir aber erst gucken, ob wir, ja, das Ding fertig haben. Ich mache mal hier eine Dreiernummer raus. Und das speichern wir mal gerade ab. Und... Ach, eine Antenne fehlt uns noch. Das war die. So und... So. Andere Seite sollte hier auch dran sein, ne? Ja. Aber auf einen... Na, ich glaube, die hätte ich gerne noch ein bisschen höher. Aber der packt die, glaube ich, immer wieder an die gleichen Stelle, kann das sein? Ne, jetzt hat er es besser gemacht. Ja, so gefällt mir das. Antenne ist auch dran. Ne? Und jetzt brauchen wir noch ein Solarpanel. Das machen wir... Ja, gute Frage. Wo machen wir das dran, ne? Solar. Wo war Solar? Wo ist Solar? Das sind Räder. Da. Thermal Control System. Okay. Was ist hier unten? Das ist ein Mount Parachute. Was ist das? Crew Cabin. Okay, jetzt sind wir hier irgendwie auf dem Holzweg. Das ist alles nichts. Ah, hier. Electricity ist klar, ne? Da hatten wir auch schon was dran. War das das? Ich weiß es nicht mehr. Lass das mal ausfahren. Drehen die sich in das... sag schon. Solar panel cannot be retracted. Brauch's auch nicht. Das ist das einzige. Das auch, aber größer. Warte mal, dann nehmen wir das mal gerade weg. Ich probiere das nochmal. Richtete sich das in der Sonne aus? Ich weiß es nicht. Also das kann definitiv dann durch das ausgetauscht werden. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das das Richtige war. Gute Frage, ne? Was ist das für eins? Weiß ich jetzt gar nicht. Ach, das ist so ein Panel in Ja, genau, nee, das wollen wir schon mal gar nicht. Also wenn dann... Das... Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem und dem? Ist das auch so eins mit Fläche? Ja, genau, okay, dann ist das nicht, sondern das. Machen wir dann da dran und ist gut. So, eins ist niedriger wie das andere. Ah, super. Ich glaube, so geht's. Lassen wir dann mal so. Und ich glaube, dann haben wir dafür alles. Jetzt müssen wir nur checken, wer wann hier wann losgeht. Den machen wir nach da oben. Den Dekoppler, den müssen wir auch hochsetzen.
Und wir haben das Triebwerk und die vier Triebwerke. Das ist schon mal gut. Da gehen die los. Das ist auch gut. Das geht mit dem los. Das ist auch gut. So, und hier haben wir, wenn, wer ist das? Das ist schon mal jemand, der in eine andere Stufe rein muss. Das muss da rein. Und der, was mir sofort einfällt, das hatte der Modrak, glaube ich, geschrieben, dass wir da definitiv vielleicht mal ein Sonarpanel noch dran machen sollten. Und zwar 3. Zwar wieder 2. Sitzt ja richtig gut, ne? Komm, zack. Obwohl, da brauchst du gar nicht dran sein, das reicht ja auch, wenn sie da dran ist, ne? Genau. Lass das mal da dran. Irgendwo fällt dann schon Licht drauf, ne? Genau. So, jetzt nochmal hierzu. Passt. Die äußeren ab. Dann startet das. Passt. Das wäre dann dran, das ist dann dran. Ja, das ist jetzt irrelevant hier eigentlich. Ja, weiß ich auch nicht. Das machen wir da mit rein. Das passt dann schon, oder? Ja, lass es da drin. Na komm, ganz einfach. Machen wir so. Und so. Eigene Stufe. So, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben es soweit. Jetzt müssen wir noch gerade... Ah ne, die passt sogar 1,52 wohl. Kommen wir mit klar. Ja, dann ist das jetzt fertig. So, jetzt definitiv hier Control setzen. Toggle, Torque, Light on, Toggle Flag, Reaction Wheel, normal. Dann ist es wohl schon passend, oder? Gehe ich mal von aus. Okay, dann speichern wir das ganze Werk nochmal. Und dann schauen wir mal gerade rein, dass wir den Kerbin noch machen. Das ist der, den wollen wir nicht. Wir nehmen wieder Podka, glaube ich. Das passt dann. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Startrampe. Ja, müsste klappen, ne? Und da steht die Rakete. Oh, die wackelt aber komischerweise irgendwie. Weiß aber nicht warum. So starker Wind oder was? Okay, weiß ich jetzt auch nicht. Das, das und 3, 2, 1, go! Ja, das hat ja wieder gut geklappt. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie ist die Steuerung gerade ein bisschen verdreht. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich innerhalb der Dingens... innerhalb des Zentrums da wahrscheinlich was falsch gedreht habe. Sieht jetzt nicht optimal aus, leider. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Vielleicht kriege ich den nochmal wieder so hin. Glaube schon. So. Jetzt mal weiter rum. M. Jetzt können wir aber schon definitiv... Ah, oh, das ist jetzt aber ganz doof gelaufen wieder.
die bitte einmal weg und haben uns jetzt alles kaputt gemacht. Ja, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Das hat jetzt nicht funktioniert. Der Tank ist kaputt. Mach das weg. Mach das nicht mehr. Mach den mal aus. Mach mal gerade Add-Manöver, machen wir mal gerade. Nee, so nicht. Also so schon, ne? Nur nicht so weit. Ich möchte dann da oben irgendwie noch zum Nord- oder Südpol. Ich glaube, da kommen wir dann hin. So weit muss es aber gar nicht. Ne, jetzt macht er mir was ganz komisch. Ne, das war jetzt auch wieder verkehrt. Kriegen wir den nochmal irgendwie hin? Wie groß ist denn das da hinten? 8 Millionen. 102. Auch schön. Na komm, ist erstmal egal. Wir brennen erstmal die Richtung. So, voll Zunder. Mal gucken, was wir das hinkriegen. Der kann weg. Ich möchte das Gerät jetzt nur einmal drehen. Vielleicht kriegen wir das ja damit noch hin, weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht so dolle aus, ne? Runterkommen auf jeden Fall, ne? An Sprit drin, aber ob der das umdreht, ist nur eine ganz andere Frage, ne? Acceleration geht nicht, okay. Ja, probieren wir es. Dreh, 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 dreh. Zwölf haben wir da noch. Wie sieht's aus mit... Ja, Kraftstoff ist genug da. Aber der dreht nicht weit genug um, ne? Schafft er das noch? Ist schon ziemlich knapp, ne? So, dann denke ich mal, gucken wir, dass wir erstmal in Flugrichtung noch ausbreiten. Vielleicht können wir da noch was an der Höhe retten. Beschleunigen.
glaube, das wird nichts mehr. Jetzt holen wir den nochmal hoch. Und wir müssen ja da hin, wenn wir hoch wollen, ne? Nee, das ist schon zu spät. Das ist schon zu spät. Wir können mal gerade die Triebwerke noch starten. Das bringt uns alle nichts mehr. Nee, umgekehrt. Das bringt uns alle nichts mehr. Okay. Ja. Sehr auch schade, ne? Haben wir uns gerade was überholt, ey. Alter Schwede, das war bestimmt ein Satellit, oder? Der war mit Vollgas daneben her, ne? Wow. Glück gehabt, dass wir nicht noch erschlagen worden sind. Gut, im weiten Meer sind wir dann hier. Was haben wir noch? 9500 Meter? Ne, 6000. Da. Gut. Dann haben wir noch 2,5. Und dann machen wir den Schirm raus. Machen wir eine Stufe schneller hier. 200, 200, 100, fertig. Naja, nicht ganz, aber fast. Ja, voll in die Hose gegangen. Kann man nicht anders sagen. Aber, okay, Podcast ist noch da, das ist wichtig. Und wir wassern jetzt noch. Ja. Können auch Crew Report machen, bringt aber hier nichts. Sind wir ins Wasser gesprungen. Können wir hier noch einen Eva machen? Crew Report. Was hat er da eben angezeigt? Ich konnte es nicht lesen. Schade, ne? B. Da war wohl nichts mehr drin, ne? Sagen wir es mal so. Okay. Haben wir das Ding wieder mal schlecht hingekriegt? Naja, aber ist halt so gewesen. Müssen wir nochmal probieren. Irgendwo lag's an der Rakete, dass die falsch zu steuern war. Ich bin mir nicht sicher, wo da der Fehler war, aber ich gehe von aus, ich hatte im Baugebäude so ein paar Drehungen gemacht. Da werde ich es wohl vertan haben irgendwie. Okay, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen. Warte mal, da machen wir noch. Irgendwo ist hier noch der Minmus-Auftrag. Science Data from Surface of Minmus. Den sollte ich noch annehmen. Das hat der Drallo auch noch geschrieben. Gucken wir gerade noch rein. Warte mal. Kerbin. Mun. Kerbin. Kerbin. Outpost und Duna. Nee. Destination and Back. Tourist. Nee. Sun. Oh, nee. Ferry, ne? Rescue, ne? Gut, haben wir alles. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.